Der Begriff Quadrik und quadratische Funktion, die hängen eng miteinander zusammen. Was ist eine quadratische Funktion? Klein f von x ist gleich g von x, wobei g von x der quadratische Anteil ist, plus 2 mal h von x, wobei h von x der lineare Anteil ist und ein konstanter Anteil ist noch dabei. Wir kümmern uns erstmal um klein g von x. Das ist die Doppelsumme von j1 bis n, i1 bis n. Und die Summanden schauen wie folgt aus. So, wir lassen erstmal den inneren Laufindex laufen von 1 bis, wir machen uns das Leben einfach, bis 3. Wir schauen uns das Ganze am speziellen Beispiel an. J1 bis 3. Und dann schauen natürlich meine Summanden anders aus, nämlich a1j, x1, xj plus a2j, x2, xj plus a3, x3, xj. Also nur noch der Laufindice j ist hier frei. Und dementsprechend, da hinten haben wir vergessen, da waren wir ein wenig zu schnell, x3, xj. Okay. Und dementsprechend lassen wir jetzt den Laufindice j von 1 bis 3 durchlaufen und dann wird das Ganze etwas größer, deswegen gehen wir auf die Folgeseite. Wir haben dann da stehen, ist gleich a11 x1 x1 plus a21 x2 x1 plus a3 1 x3 x1. Jetzt kommt der zweite Summand, a12 x1 x2 plus a22 x2 x2 plus a3 2 mal x3, x2. Jetzt kommt der letzte Summand, der dritte. a13, x1, x3 plus a23, x2, x3 plus a33, x3 mal x3. So, was können wir denn hier zusammenfassen? Ja? x1 mal x1 ist sicherlich x1 zum Quadrat. Ja, x2 mal x2 ist x2 zum Quadrat, x3 mal x3 ist x3 zum Quadrat. Also schaut das Ganze so aus. Und das kann ich ganz elegant in eine Matrix überführen. Ich transponiere hier einen dreidimensionalen Vektor, sprich einen Vektor mit drei Komponenten. Wir haben ja n gleich 3 gesetzt. So, und dann verrechne ich den mit einer 3 kreuz 3 Matrix. Warum 3 kreuz 3? Naja, wir haben ja n gleich 3 gesetzt. Schaut es so aus. Und dann multiplizieren wir hier noch diesen Vektor dran. Und dann entspricht es nichts anderem als meiner Summe hier. Okay. Was haben wir dadurch gewonnen? Ich habe hier eine Matrix, die nenne ich mal A. Das ist ein Vektor x, den ich transponiert habe. Und das ist der Vektor x selber. Ja, dann steht auch da x transponiert mal a mal x. So. So eine quadratische Funktion hat ja auch einen linearen Anteil. Den haben wir ja kurz erwähnt. Das ist die Funktion h, auf unser Beispiel bezogen für n gleich 3, bildet die vom R3 auf R ab. Also sie liefert eine Zahl aus. Wir legen hier den Körper der reellen Zahlen zugrunde und das kann ich auch anders formulieren. Also die Funktion h von x kann ich schreiben als b transponiert mal einen Vektor aus dem R3, wobei in dem Vektor b transponiert die Koeffizienten von meinen linearen Termen drinstehen. Schlussendlich haben wir dann noch c, diesen konstanten Anteil, ja, und somit können wir unsere quadratische Funktion klein f von x auch so schreiben. X transponiert mal a mal x plus 2, b transponiert mal x plus c. So, jetzt sieht man mal, wo das herkommt. Und was hat jetzt die Quadrik mit dieser quadratischen Funktion zu tun? Die Quadrik ist die Nullstellenmenge von dieser Funktion. Also habe ich meine Quadrik formuliert, indem ich f von x gleich 0 setze. Ja? Das ist natürlich dann äquivalent, weil das hier gilt. X transponiert mal a mal x plus 2, b transponiert mal x plus c muss 0 sein. Ja? Ich kann das aber auch in eine Matrix überführen, wenn ich mich auf den speziellen Fall jetzt Beruf N3, dann hätte ich jetzt hier eine 4 kreuz 4 Matrix, aber wir halten es allgemein, also könnte ich das Ganze auch schreiben als 1, dann fängt es an, x1 bis ja zu meiner n-ten Dimension, also ein transponierter Vektor, und hier hätte ich eine Blockmatrix, hier steht C, hier steht P,
B transponiert, hier steht B und hier steht die Matrix A. Ja, und denselben Vektor, den trage ich hier nochmal an bis zur n-ten Dimension. Das Ganze muss 0 sein, weil die Quadrik natürlich der Nullstellenmenge entsprechen soll. Ja, deswegen auch die 2 hier. Ja, wir müssen hier in die Matrix nämlich die Hälfte von ja, den Einträgen, was in dieser Quadrikformel vorkommt, hier eintragen in diese Matrix, sodass letztlich diese Rechnung hier die Äquivalenz ist zu dem hier, ja, zu meiner Quadrik. Ja. Egal wie ich es jetzt darstelle, ob ich die Quadrik so formuliere oder so formuliere, beides ist äquivalent, beides ist legitim. Gut.